Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Sie haben mittlerweile Tradition. Die Postkartenwerkstätten mit dem Kunsttherapeuten Klaas P. Köster im Kinderjugendkunsthaus. Mit Hilfe der Nass-in-Nass-Technik kann jeder seine ganz persönlichen Karten herstellen und mit nach Hause nehmen. Vom 23. bis zum 26. Mai ist dieses Angebot täglich von 9 bis 15 Uhr offen nutzbar. Um vorherige Anmeldung bis zum 20. Mai wird gebeten. Am Samstag, dem 25. Mai, lädt das Ernst-Barlach-Theater alle Freunde des niederdeutschen Humors zur Vorstellung der Komödie Oma schwemmt Siegfried ein. Oma Annas größter Wunsch war es immer, mal einen eigenen Swimmingpool im Garten zu haben. Dieser Wunsch ging aber nie in Erfüllung und nun kommen auch noch die Kinder und wollen Anna ins Heim abschieben, um Haus und Geld schon vorzeitig übernehmen zu können. Los geht es um 19.30 Uhr. Auch Vereine haben neben ihrem ehrenamtlichen Engagement Pflichten, unter anderem die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung. Da kommt der Kurs an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege doch wie gerufen. Denn Steuererklärung und Tätigkeitsbericht sind zwei bürokratische Hürden, mit denen sich Vereine Jahr für Jahr auseinandersetzen müssen. Am Dienstag, dem 28. Mai, können alle Ehrenamtlichen mit den zuständigen Fachleuten in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zu diesen Themen ins Gespräch kommen. Erleben Sie Güstrow. Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.